willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal aus Nauders, dem Dreiländereck quasi. Sind wir schon mit der Gondel hoch. Hier die Richtung sieht das Wetter ziemlich cool aus. Wo wir was? Naja, wenn man die andere Seite gesehen hätte, die kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, weil da ist gerade das Gondelhäuschen, dann weiß man, dass das gut ist. Aber jetzt geht's gleich mal ab auf den Trail und dann nehmen wir euch einfach mal ein bisschen mit durch die Region. Giro Tre Comuni. So, jetzt seht ihr noch mehr Panorama. Jetzt sind wir nämlich durch die Wolken durchgetaucht. Da hängt das Radl. Ja, aber schau mal hinter uns. Ja, jetzt schauen wir gleich hinter uns. Ich will es gar nicht sehen. Hier. Oh, Igitt. Hoffentlich hält's. Wichtig ist ja, das hat der Nico gesagt, immer vom Bikepark aufräumen. Einfach ernsthaft. Von Nauders aus haben wir die Gondelbahn direkt aufgenommen und dann noch den Sessellift, der da direkt bei der Gondelbahn anfängt. Und dann kommt ihr auf diesen Trail, den könnt ihr dann überhaupt nicht verfehlen. Die Aussicht ist wirklich grandios da oben und auch der Trail ist super, super cool. Gerade im oberen Teil kann man es noch so richtig laufen lassen. Ab da, wo man dann den Sessellift ein paar Mal quert, ist irgendwie so, dass die Anlieger nicht mehr ganz so hoch sind. Da muss man dann schon ein bisschen mehr aufpassen. Aber in Summe super spaßig, mega Panorama. Also auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn man in Nauders ist, dann sollte man diesen Trail mitnehmen, würde ich sagen. Und ja, es war witzigerweise gar nicht so viel los darauf. In den unteren Bereichen war mehr los eigentlich.
Und von dem her nochmal mehr die Empfehlung, nehmt den mit. Der hat so richtig Spaß gemacht. Ich glaube, der ist auch noch ziemlich neu. Der hatte überhaupt keine Bremsrillen oder ähnliches. Also der war wirklich super, super cool. Besonders dieses zu viert hintereinander doch mit relativ guter Geschwindigkeit zu fahren, war auch mega witzig und sieht auch auf der Kamera, finde ich, echt witzig aus, wenn überall irgendwie einer rausschießt. Also ja, das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht und der war halt einfach, ja, der ist ziemlich einfach, sagen wir es mal so, der wird sich irgendwo zwischen S1 und S2 bewegen. Es gibt aber auch ein paar Sprünge, die haben wir eigentlich im Großen und Ganzen alle ausgelassen. Man kann sich natürlich auch bei diesen Pumptrack-artigen Hügeln so ein bisschen rausdrücken, das haben wir natürlich schon gemacht. Aber die richtigen Sprünge haben wir weggelassen. Also ich denke, der ist wirklich für jedermann spaßig, auch wenn man voll drauf ist. Dann kann man eben die Sprünge mitnehmen, das macht sicher Spaß. Und wenn man noch nicht so lange dabei ist, dann sollte man die Sprünge auf jeden Fall weglassen, weil das zum Teil auch Gaps sind. Aber der Trail an sich macht trotzdem super, super viel Spaß. Geil! Das ist witzig! Geil. Wow.
Das ist jetzt dann eben der Teil, der nicht mehr ganz so rund verläuft, meiner Meinung nach, wo man wirklich schon ein bisschen mehr aufpassen muss, dass man genug bremst, weil die Anlieger nicht ganz so hoch sind. Vielleicht wird da ja auch noch ein bisschen was nachgeschäbt, wer weiß das schon. Aber auf jeden Fall macht der Trail richtig, richtig viel Spaß. Und von dem her immer noch klare Empfehlung, unbedingt nachfahren, wenn ihr mal in der Gegend sein solltet. Und ja, ab der Gondelbahn Nauders Bergstation, da ist dann so eine Transferstrecke, die braucht man eigentlich für jeden Trail, den man da oben runternehmen will. Und wir haben dann den Transfer Richtung Reschensee genommen. Und das ist dort, wo wir mit der Transalp auch schon unterwegs waren. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein netter Transfer. Und der Trail zum Reschensee runter ist dann aber schon deutlich schwieriger und macht aber auch richtig viel Spaß. Jetzt wieder der Trail, den wir auch schon bei der Transalp gefahren sind. Diesmal haben wir niemanden vor uns, der uns aufhält. Mal schauen. Jetzt will ich immer wichtig werden. Durch die Panzersperre. Zweite Mal in diesem Jahr. Das stimmt. Usch. So, da ist nochmal die Panzersperre. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, an die kann ich mich noch erinnern. Ah. Und woran nicht mehr? Ich wusste nicht mehr, dass bei dem Wohnmobilsteinplatz am Reschensee so viel los ist und das so ungemütlich ist. Ich dachte, das wäre voll idyllisch, mit Lagerfeuer, nur zwei Camper. Nein, denkst du, da waren 200 Camper und es war asselig und laut. Aber dafür kostet es 15 Euro die Nacht. Da kommen auch Martin und Vicky daher. Schneidige Zähne, Panzersperren, Blamont herum. Wenn es ein bisschen gefolgt ist, hat er die Panzersperren, muss ich nachdenken, Davis gesehen, Paul Aro gesehen, jetzt sind wir Blamont. Und Frankreich haben auch drei so Ebenen gehabt. Ich finde es total bizarr, dass eigentlich sowas mitten in die Alpen steht. Und Sinn war halt gewesen, dass wenn die Panzer kommen, oben stecken bleiben. Ja, Vorteil von der ganzen Sache sind halt recht coole Trails mitten an Top-Schauplätzen. Kein Problem. Morgen. Wow!
Gefühl. Thank you.
den Reschensee. Der ist schon mega schön. Nur der Stellplatz war halt nicht so, wie ich ihn in Erinnerung gehabt habe. Kannst du dich wieder daran erinnern, dass du hier durchgekommen bist? Ja, ich kann mich schon daran erinnern, dass wir hier vorbeigefahren sind. Wieso war ein Problem? Alti und Vicky wollten nicht Transalp fahren. Gibt's zu? Transalp. Nehme ich euch nächstes Jahr gerne mit. Jetzt waren wir gerade am Reschensee unten, sind jetzt mit der anderen Gondel hochgefahren und jetzt versuchen wir wieder zurück nach Nauders zu transferieren. Genau. Und jetzt sind wir da, ist schön eben. Einfach schön. Schön ist da eben. Schön eben. Genau, Bergsatz am Schöneben. Das ist eigentlich ein cooler Rundkurs. Man startet von Nauders, den Blaumauer, den Bunkertrail, kommt sie durchschlängeln, da gibt es noch Trails. Dann geht der Transfer um in Österreich-Schweiz und von da gibt es da den Katzenkopf, glaube ich, und da gibt es echt extrem viele Trails. Der taugt mir fast am meisten. Kurz, knackig und gutes Essen noch schon wieder. Ha, dann schauen wir, dass wir weiterkommen, weil Hunger. Ah ja, noch ist ein bisschen Reserve drüber, esse ich. Schnell. Aber nur ist ein bisschen Kraft da. Da unten sind wir wieder. Oben hat es ganz schön gewittert, da haben wir gerade Pause gemacht und dann ging es jetzt noch über den rutschigen Trail runter. Das haben wir euch gespart. Aber in Summe ein guter Tag. Passt, oder? Passt auf jeden Fall, ein krasses Gebiet ist genau das. Bei schönem Wetter halt durchfahren, sage ich, dann kann man wirklich eine coole Runde fahren. Und wir haben uns halt entschlossen, abbrechen, wie man es gesagt hat, zum Schluss ist es wirklich mal so Schmiersauf. Wir sind aber schon noch zu viert, die Wicke ist nur aus Klub gegangen. So. Ja, die füllen schnell Wasser auf. Genau. Und 15 Uhr ist es auch schon, also so schlimm das passt, ist es ja auch nicht. Nicht, dass ihr denkt, wir haben schon um 11 wieder das Handtuch geschmissen oder so. Super, ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wir denken. Ciao.